Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Erste Daniel unterstützt mich heute hier. Erste Sascha. Du hast recht, Mensch. Ha, wie ich das weiß, kommt raus wie ein Flutsch, gell? Und wir haben heute den 26. September. Am 26. September haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind. Michael Ballack. Michael Ballack. Ja, 1976 geboren, der gute 90er, 2000er Jahre in der Nationalmannschaft gespielt. Ohne ihn eigentlich undenkbar. Ja, geboren damals in Görlitz in der DDR, hat sein Leben mit Fußball zugebracht und ja. Was soll ich sagen? Kannst du dich noch erinnern, 2010, als er raus ist aus der Nationalmannschaft? Ja, es war traurig. Das war, also, ja. War ein bisschen unwürdig, muss man sagen. Ne? 2010 hat der Kevin Prince Boateng ihm eine verpasst. Da hat er, glaube ich, bei Chelsea noch gespielt. Und der Kevin Prince ist ihm irgendwie in die Kantare gefahren. Und dann war er verletzt. Ja, Blutgrätsche. Ja, und dann war der Ballack raus, aber auch als Kapitän nicht mehr gesetzt, weil Philipp Lahm übernommen hat. Weißt du? Kennst du? Ja. Und dann war Philipp Lahm Kapitän, hat das Ding auch nicht mehr zurückgegeben und Michael Ballack war weg. Adios, amor. Ja. Also ich sag mal so, der wäre sicherlich nicht schlecht gewesen für die Nationalmannschaft, aber man hat ihn dann 2014 doch nicht gebraucht. Hat auch so geklappt, was soll's. Hat so geklappt, was soll's, doch egal, Einzelschicksal. Sing beim Abschied, leise Servus. Ja, genau, auf jeden Fall Michael Ballack, ein guter Typ fand ich eigentlich. Fand ich auch. Also, guter Fußballer und eigentlich auch so, von den Interviews her hat man gedacht, der sagt nicht so dummes Zeug. Der weiß, was los ist. Ja. Am 26. September 1983, da ist etwas passiert, da kurz vor dem Start einer russischen Sojus-Rakete, ist ein Feuer ausgebrochen und die Kosmonauten wurden gerade so irgendwie gerettet, dadurch, dass die Kapsel sich von der Rakete abgesprengt hat. Und das hatte ich aber gar nicht so auf dem Schirm. Also davon habe ich nie wirklich viel gehört. Ja gut, das war ja in der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken sowieso der Fall, dass vieles einfach unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit verschwunden ist. Das ist auch also normal. Überall, oder? Ja, aber bei denen halt, ja. Schlechte Publicity war da immer ganz ungern gesehen. Wobei man bei uns ja sagt, schlechte Werbung ist gute Werbung. Es gibt eigentlich keine schlechte Werbung. Ja, genau. Und das ist 1983 am 26. September passiert. Da ist diese Sojus-Rakete dann doch nicht gestartet und zum Glück wurden die Kosmonauten gerettet. Ja, top. Am 26. Dezember 1907 ist aber auch noch was passiert, und zwar Neuseeland und Australien, also der australische Bund, deswegen kam ich jetzt hier ins Stocken, erhalten den Domino-Status, die nahezu vollständige Unabhängigkeit von Großbritannien. Oh, das ist auf jeden Fall mal eine gute Sache gewesen, weil Unabhängigkeit ist immer nicht so schlecht. Das ist, ja. Und das war aber 1907 erst. Hast du schon gesagt? Ja, war die Frage. Ja, 1907 erst. Ich habe es versucht, in der Frage zu wiederholen. Na dann. Ja, reicht ja auch, wenn du gesagt hast, jo. Jo. Ja, danke schön. Ja. Schon so oft. Ja. Ja, das war wieder Shoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenna hier, der Daniel, der kommt demnächst mal wieder. Und ich bin morgen wieder da. Und dann ist es, was haben wir morgen? Morgen ist der 27. September. Wahrscheinlich, wenn der 26. Ja, ist. Manchmal ist man wie blöd, ne? Ja. Cheerio, Miss Sophie.